Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute mal ganz spontan raus, wie ihr in den Einblendungen schon gesehen habt. Es ist ein bisschen nebelig und ich bin jetzt hier runter zu der Senkung am Rotbach. Ich hatte gar keinen Plan, heute fotografieren zu gehen. Ich bin aufgestanden, da war es nebelig draußen, sah euch gut aus. Aber ich habe gedacht, ja, bis ich meine Fotosachen fertig habe, ist der Nebel eh weg. Und habe gemütlich gefrühstückt und der Nebel hielt sich, es war kein Wind. Und ich habe dann alles weggeräumt in der Küche und es war immer noch nebelig. Da habe ich gedacht, okay, es muss so sein. Ich hoch, meine Fototasche gepackt und bin dann losgefahren. Ich bin mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde hier. Und tatsächlich hat sich der Nebel gehalten. Von so viel Glück kann man ja nur träumen, oder? So oft fährt man raus, weil Nebel angesagt ist und dann ist nichts da. Und wenn man gar nicht fotografieren will, dann geht der Nebel einfach nicht weg. Ich habe schon die ersten Schüsse gemacht. Ich habe 2, 3 Standorte gewählt. Ich habe nicht eingesprochen. Ich habe immer nur ganz kurze Videosequenzen gemacht und mich auf das Fotografieren konzentriert. Ich hatte wirklich Sorge, dass der Nebel verschwindet. Die Sonne kommt jetzt auch mehr und mehr durch. Diese abgestorbenen Bäume, die werden jetzt immer wärmer im Ton. Ich blende euch das mal ein. Ich schwenke mal so ein bisschen rum. Sieht das nicht grandios aus? Ja, ich muss mal ein bisschen aufhören zu quatschen und wieder fotografieren, weil das Licht ist jetzt wirklich schön. Der kühle Nebel hängt noch drin und die Sonne macht die roten Bäume so ein bisschen wärmer im Ton. Kann ich nur 1, 2 Schüsse machen. Es ist total windstill, das Wasser ist vollkommen ruhig. Also ganz leicht kommt jetzt eine Brise. Vielleicht mache ich doch noch einen Filter drauf, um das Wasser zu glätten, weil manchmal schwimmen Enten durch oder springen Fische raus. Das würde man halt dann mit ausglätten. Mal sehen. Gut, ich zeige euch jetzt mal die ersten 4, 5 Aufnahmen, die ich gemacht habe. Jeweils auch mit kurzer Erklärung, mache ich auch mit Voice-Over, weil ich während des Fotografierens nicht reingeredet habe. Ich wollte halt schnell die Fotos machen. Okay, also, jetzt kommen die Sequenzen mit den Bildern, die ich schon gemacht habe. Freut euch drauf, sind ein paar gute Sachen dabei. Ach, und was mir aufgefallen ist, ich bin mit einer ziemlich geschlossenen Blende rangegangen, F13, F14, und ich habe festgestellt, ich habe einen richtig fetten Fleck auf dem Sensor. Der ist so dunkel, wahrscheinlich ist das irgendwie ein Staubkorn, was sich da festgefressen hat. Ich muss heute Mittag erstmal den Sensor sauber machen. So, jetzt aber die Bilder. Viel Spaß beim Schauen. Bei den ersten Aufnahmen arbeite ich mit leichtem Seitenlicht bis Gegenlicht. Somit sind die Baumstämme nur teilweise oder gar nur als Violette zu erkennen. Der Himmel besteht nur aus Nebel, ist ohne Konturen, deshalb werde ich ihn rausschneiden. Im Vordergrund ist der Deich zu sehen. Er wirkt sehr ablenkend, passt einfach nicht richtig rein ins Bild. Auch ihn schneide ich komplett raus. I am a great body of water below. You go over and over me. And on clear night I see you cross the sky. You appear as a thin curl. When you're full, you are a pearl formed in secret. Ja, wer meinen Kanal verfolgt, der kennt diese Stelle. Ich war jetzt aber länger nicht mehr hier, also bestimmt 1,5, 2 Jahre nicht mehr. Aber heute hat sich das einfach angeboten mit dem Nebel und die Stelle eignet sich enorm gut. Dieser kleine Deich oben zieht sich halt so im Halbkreis rum und man ändert ständig die Perspektive enorm stark. Also man braucht nur wenige Meter gehen und da man auf einem Kreisbogen geht, steht die Sonne dann auch immer anders genau in diese Szene rein. Also man kann Seitenlicht wählen oder direktes Licht darauf oder mit Backlight. Also mit Gegenlicht arbeiten. Gegenlicht eignet sich besonders gut, wenn man die abgestorbenen Bäume nimmt, nur als Violette so reinnimmt. Also das sieht schon verdammt gut aus. Und jetzt hier bei den paar Bäumen, die noch so ein bisschen Laub dran haben. Ich weiß gar nicht, ob die sich erholt haben wieder. Oder ich zeige euch die nochmal. Hier vorne. Da habe ich es jetzt so gemacht, dass die Sonne so schön seitlich halt in die Blätter reinfällt. Und da in der Ecke kann man sogar schon die erste herbstliche Verfärbung erahnen.
Da ist noch mehr grün als gelb, aber es kommt langsam. Also man hat hier wirklich viele, viele Möglichkeiten und ich habe jetzt auch versucht, die auszuschöpfen. Und man braucht hier gar nicht in Hektik verfallen, da man da wirklich hier nur 100-200 Meter gehen muss, kann man in Ruhe alles fotografieren. Und die Bedingungen sind heute wirklich klasse. Da im Prinzip kein Wind geht, hält sich der Nebel jetzt doch dann relativ gut. Ja, richtig schöner Morgen. Das Einzige, was an diesem Spot wirklich stört, ist die nahe Autobahn. Also ich kann die von hier aus sehen. Ich würde mal schätzen, das sind so Luftlinie 300 Meter. Das macht sie natürlich schon bemerkbar. Ihr werdet sie wahrscheinlich hören. Ja, ich schwenke euch jetzt nochmal so ein paar Bilder hier rein. Gegenlichtaufnahme und das, was ich euch zuletzt gezeigt habe, hier mit dem Seitenlicht. Das ist eine kleine Wiederholung von den ersten Bildern, aber da das Licht jetzt doch relativ stark gewechselt hat und ein bisschen wärmer geworden ist, unterscheidet sich die Aufnahme dann doch recht stark. Ja, mal sehen, was ich euch alles zeige. Ich will euch auch nicht langweilen, also ich versuche immer so zu machen, dass ich ein Motiv auch wirklich nur einmal zeige. Ah, jetzt, ich sehe jetzt gerade, jetzt zieht wieder eine stärkere Wolke vor. Naja, ich werde mal ein bisschen fotografieren, damit ich auch was fürs Portfolio habe. I am a great body of water below. You go over and over me. And on clear nights, I see you cross the sky. You appear as a thin curl. When you're full, you are a pearl, formed in secret under many folds of water. There are nights when the scudding clouds cover you, appear. Auch schön. Also ich habe jetzt nochmal mein Tele drauf gemacht, 50 bis 140 mm und so ein bisschen Handheld fotografiert. Ja, die Farben sind ja noch ganz gut. Das Licht ist ja immer noch sehr, sehr mild. Wenn was dabei war, blende ich euch das jetzt ein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie immer. Wenn euch das gefallen hat, dann ist ein Daumen rauf ja wohl Ehrensache. Ich würde mich auch über ein Abo freuen, falls es nicht schon geschehen, dann sehen wir uns hier regelmäßig wieder. Über jeden Kommentar freue ich mich, ob kritisch oder aufmunternd. Davon leben wir hier bei YouTube. Nicht von dem Geld, was wir hier bei YouTube bekommen, sondern von dem, was ihr uns zurückgebt. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.